Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich zeige dir wieder, was ich als Veganerin in einer Woche so esse. Snacks sind davon ausgenommen. Ich habe fertige Pfannkuchen im Toaster erwärmt und eine Banane aufgeschnitten. Dazu gibt es veganen Stracciatella-Joghurt und einen Klecks Bärenmarmelade. Auf die Pancakes gebe ich etwas Margarine und verteile etwas Agavendicksaft darüber. Über die Banane und den Joghurt habe ich auch noch Schoko-Agavendicksaft verteilt. Darüber kommen noch ein paar Blaubeeren. Ich brate 250 Gramm Spargel, 300 Gramm Brokkoli, auch den Stiel vom Brokkoli und Zwiebel an. Nach 3 Minuten gebe ich eine halbe Zucchini und Karotte dazu. In der Zwischenzeit koche ich Nudeln und hacke eine Knoblauchzehe und gebe die auch dazu. Ich habe es mit Thymian, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer gewürzt. Ich habe 250 ml vegane Kochsahne und etwas Pastawasser zugegeben. Außerdem habe ich einen halben Teelöffel Gemüsebrühe, Petersilie und etwas Pastagewürz dazugegeben. Das war sehr lecker. Ich finde, die Tagliatelle haben perfekt dazu gepasst. Ich habe mir auch noch mal etwas mehr von dem Gemüse genommen. Abends gab es das Gleiche. Ich habe Ofenkartoffeln zum Rest von dem Gemüse gemacht. Und auch die haben echt gut dazu gepasst. In einer Pfanne brate ich 6 grüne Spargelstangen von allen Seiten an in etwas Pflanzenöl. Kartoffeln köcheln auch schon. In einer zweiten Pfanne bringe ich 3 Teelöffel Margarine zum Schmelzen. Dazu kommt ein Schuss Wasser, das ich mit etwas Stärke gemischt habe. Und 3 Schüsse Pflanzenmilch oder Sahne geht auch. Das habe ich jetzt alles nach Augenmaß gemacht. Mit Pfeffer, Kurkuma, Zwiebelpulver, Salz und Muskatnuss würzen. Und umrühren. Ich mische einen gehäuften Teelöffel Mehl zum Andicken unter und versuche dabei, die Bildung von Klümpchen zu vermeiden. Dann habe ich die abgegossenen Kartoffeln und den gebratenen Spargel angerichtet. Darüber verteile ich die Soße. In eine Pfanne mit Pflanzenöl zerkrümle ich einen halben Block Naturtofu. Und einen halben Block geräucherten Tofu. Daraus wird eine Bolognese. Immer wieder umrühren. In der Zwischenzeit schnibble ich die anderen Zutaten. Nach 3 bis 4 Minuten gebe ich Zwiebel dazu. Nach weiteren 2 bis 3 Minuten kommt gehackte Paprika dazu. Zugedeckt weiter anbraten. Nach ein paar Minuten kommen 2 gehackte Knoblauchzehen und eine geriebene Karotte zu. Außerdem mit italienischen Gewürzen, Paprikapulver, Pfeffer und Salz würzen. Und auch noch mit einer Pasta-Gewürzmischung und einem gehäuften Esslöffel passierte Tomaten. Während es weiter anbrät, gebe ich eine Dose geschälte Tomaten, also 400 Gramm, in ein Mixgefäß. Und mixe es zu einer homogenen Masse. Stattdessen kann man auch passierte Tomaten nehmen. Ich finde es so aber aromatischer. Ich gebe eine Dose gehackte Tomaten zu, mit einem Schuss Wasser ausspülen und auch zugeben. Dann kommt die gemixte Tomatensoße zu. Das Gefäß spüle ich auch mit einem Schluck Wasser aus und schütte es dazu. Gut umrühren. Das Ganze lasse ich zugedeckt für 20 Minuten köcheln und bereite in der Zwischenzeit die Nudeln zu. Dann gebe ich eine halbe Tasse von dem Nudelwasser zu. Kurz weiter köcheln und mit denselben Gewürzen wie vorher abschmecken. Dann wird angerichtet. Zum Frühstück gab es wieder getoastete Pancakes mit Himbeeren und Blaubeeren. Darüber habe ich Agavendicksaft verteilt und jeweils ein kleines Stück vegane Margarine. Ich brate schon mal Pilze für einen Salat an. In eine Schüssel gebe ich etwas Senf, Pflanzenöl, Balsamico, Agavendicksaft
und ein paar Spritzer einer Zitrone. Das mische ich zu einem Dressing. Nach 3 Minuten anbraten würze ich die Pilze mit Salz, Pfeffer, Thymian, Zwiebelpulver und Paprikapulver. In die Salatschüssel gebe ich Feldsalat, Gurke, Paprika und eine Frühlingszwiebel. Zu den Pilzen kommt ein Schuss Sojasauce und etwas Agavendicksaft. Zum Salat gebe ich noch Tomate, Salzen und Pfeffern. Dann habe ich die Pilze zugegeben, sowie die Kerne eines halben Granatapfels, Paprikapulver und Petersilie. Gut miteinander vermischen. Abends gab es den Rest Spaghetti. Ich zerbrösele 1/3 Naturtofu und 1/3 Räuchertofu in eine Pfanne mit etwas Öl. Dann schneide ich eine Frühlingszwiebel in Scheiben und lege ein bisschen von dem grünen Teil für später zum Garnieren zur Seite. Den Rest gebe ich dann dazu. Ich habe es mit Salz, Pfeffer, Paprika und Kurkuma gewürzt. Dazu gebe ich 1/2 Tasse Pflanzenmilch. Vermischen und für 5 bis 10 Minuten köcheln. Wenn die Pflanzenmilch so gut wie verkocht ist, ist das Tofu-Rührei fertig. Außerdem habe ich auch noch etwas Zwiebelpulver zugegeben. Für den Eigeschmack gebe ich zum Schluss 1 Prise Kalana Maxsalz dazu. Dann wird serviert. Zu 2 Scheiben Brot gebe ich den Rührtofu. Darüber verteile ich die aufgehobenen Frühlingszwiebeln. Mittags haben wir Avocado-Nudeln gemacht. Das Rezept findest du im verlinkten Video. Darüber habe ich etwas Hefeflocken gestreut. Abends sind wir essen gegangen. Zur Vorspeise gab es einen Salat und als Hauptspeise Ofenkartoffeln mit Gemüse. Zum Frühstück gibt es bei mir vegane Nussecken und Heidelbeeren. Mittags habe ich Kartoffeln und Brokkoli gekocht und dazu vegane Mini-Frikadellen angebraten. Es gibt Brötchen mit veganem Aufstrich, Gurke, Tomate und veganen Mini-Frikadellen. Zum Frühstück esse ich ein Brötchen mit Aufstrich, Gurke, Tomate und Radieschen. Ich verteile Ketchup auf einem Wrap. Darauf lege ich Gurke, veganen Käse, den ich versucht habe in Streifen zu schneiden, Mais und Avocado, die salze und pfeffere ich. Außerdem Röstzwiebeln, Salat und 1 Avocado-Soße. Den zusammengerollten Wrap schneide ich dann in der Mitte durch. Abends gibt es wieder Wrap. Ich habe vegane Avocado-Creme verteilt, darüber Salat, angebratenes Like Chicken, Ketchup, veganen Käse, Mais, gesalzene Gurke, gesalzene Avocado und Röstzwiebeln. Dazu gibt es Pommes aus dem Ofen mit Ketchup und Mayo. Heute waren wir frühstücken. Ich brate den Rest von dem veganen Grilled Chicken mit 1 Zwiebel an. Das würze ich mit veganem Fleischgewürz. Dazu gebe ich Brokkoli und 5 in Scheiben geschnittene Pilze. Als die Pilze durch waren, habe ich Salz, Pfeffer, Paprikapulver und 1 guten Schuss Wasser zugegeben. Kurz zugedeckt köcheln lassen. Außerdem bereite ich bereits Mienudeln zu. Zum Schluss gebe ich noch Sprossen und den restlichen Mais dazu, damit es noch knackig bleibt. Sowie Sojasauce und Sesamöl. Dann habe ich die Mienudeln zugegeben und darüber auch nochmal etwas Sojasauce geträufelt. Ich gebe noch etwas Chili und etwas Agavendicksaft zu. Das habe ich gut vermischt, was gar nicht so einfach war in der kleinen Pfanne. Dann habe ich es serviert und darüber noch ein paar Röstzwiebeln gestreut. Abends haben wir eine Lasagne mit veganer Bolognese gemacht und obendrauf haben wir Creme Vega und 1 veganen Reibekäse verteilt. Vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Lass doch gerne ein Abo da, wenn dir solche Videos gefallen.